Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Achievement hier aus Torghast und zwar schimpft sich das Torwächter von Torghast. Dafür müssen wir einige Bosse in Torghast besiegen und dem einen oder anderen von euch fehlen bestimmt noch ein paar Bosse. Und wie wir die letzten effizient farmen können, will ich euch jetzt mal zeigen. Man sollte als erstes wissen, wie das System hier in Torghast funktioniert, um das ein bisschen einordnen zu können. Im Endeffekt ist es so, dass in Torghast in jedem Wing, und es gibt insgesamt 4 verschiedene Wing, also Coldheart, Mortigard und wie sie alle heißen, und diese Wings haben alle ein festes Set an Bossen. Heißt, in jedem von diesen Wings gibt es 3 bis 5 Bosse, die in quasi random durchrotieren. Wenn man einen Wing durchläuft, das sind immer 6 Ebenen, dann ist am Ende ein Boss. Heißt, wenn man einmal komplett durchgelaufen hat, hat man quasi einen von 4, 5 Bossen, die man dementsprechend umhauen kann. Man kann das sowohl in den normalen Torghast-Teilen machen, die switchen wöchentlich, man kann immer 2 machen. Hier haben wir zum Beispiel die Hallen und drüben haben wir die Frakturkammern. Oder man kann das auch in den gewohnten Korridoren machen. Warum ist es vielleicht einfacher, das in den normalen Torghast zu machen? Das normale Torghast kann man ja auf 1 machen oder auf 8 oder alles dazwischen. Ist vollkommen egal, wenn ihr die Bosse farmt, macht es auf 1, rennt einfach x-mal durch. Manchmal dauert es ein paar Runs. Ich glaube, bei meinem letzten Boss bin ich 10 Runs gelaufen, bis ich den letzten Boss hatte. Und dementsprechend macht es dann tatsächlich schon Sinn, das auf 1 zu machen. Dann muss man die Phantasma-Boni nicht mitnehmen und kann einfach möglichst schnell durchflitzen. Hier ist es vorgeschlagen von Blizzard, ne, 130er Item-Level. Also wenn ihr da Gear habt, könnt ihr einfach nur durchflitzen und es geht relativ easy. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will alles in einer Woche fertig machen, mir fehlen aus verschiedenen Torghast-Teilen noch was und die sind gerade nicht ab, dann geht in die gewohnten Korridore, meldet hier auch auf Stufe 1 an, aber hier ist Stufe 1 halt ein bisschen schwieriger, da seht ihr, vorgeschlagen ist 170, heißt, ja, es ist jetzt nicht krass schwierig, aber man kann vielleicht nicht nur durchlaufen und alles stehen lassen, sondern muss vielleicht auch den einen oder anderen Boni mitnehmen, um dementsprechend das möglichst effizient abschließen zu können. So, bevor wir das natürlich machen, solltet ihr wissen, in welchem Bereich welche Mobs sind. Und da gibt es auf WoW Head schon eine schöne Auflistung, da haben wir dann die 4 Teile, Coldheart, Soulforge, Upper Reach, dann die Hallen und Mortigard. Und hier seht ihr, was für Mobs in welchem Teil drin sind. Zum Beispiel Dark Aspirant Chorus, der ist hier in Coldheart drin. Oder ich brauche noch Synod, ne, der ist in Upper Reach drin. Oder was bei mir war, ich habe noch More of the More gebraucht. Das war mein letzter und der war in Mortigard drin. Ja. Und dementsprechend kann man sich dann raussuchen, okay, welchen brauche ich von den Typen noch? Das werde ich euch unter dem Video auch verlinken. Und dann könnt ihr einfach gucken, in welchem Teil ist der drin. Und eventuell, wenn dieser Teil gerade ab ist, lauft ihr da so lange auf 1 durch, bis ihr den richtigen Boss habt. Und wenn er nicht ab ist, dann macht ihr die gewundenen Korridore. Ihr schaut einfach nur rein, ihr meldet euch an bei den gewundenen Korridoren, geht rein. Es dauert immer ein paar Sekunden, bis quasi ihr einen Invite habt. Ne? Und dann könnt ihr sehen, in welchem Teil ihr seid. Ja, also das steht dann oben immer auch mit einer Karte dran und wenn es dann der falsche Teil ist, ihr seht hier, jetzt bin ich in Mortigard gelandet, ich brauche vielleicht nichts aus Mortigard, dann Torghast wieder verlassen und ihr meldet wieder an. Am besten, wenn ihr das macht, macht ein paar Addons aus, ich habe bekanntlich 10.000 Addons drauf, das dauern meine Ladebalken so unangenehm lang und dann halt einfach wieder anmelden, bis ihr den richtigen Korridor habt und ja, dann könnt ihr eure Bosse farmen. Gut, das war's von mir an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.